Guten Abend, liebe Löwen, hier in unserer 60er-Alm. Ich hoffe, ihr versteht uns einigermaßen. Wieder Grund zu feiern. Ich glaube, wir machen noch einen Ticken lauter. Genau, jetzt hat Haber die Ehre zum Hackabschorn-Fan-Talk. Wir haben wieder Grund zu strahlen, wieder Grund zu feiern. Und sagen als allererstes Mal, Haber die Ehre an den Torschützen zum 1:0. Heute hier ist unsere Nummer 10, hier ist Martin Kubilanski. Ja, Martin, du merkst schon, Torschützen feiern wir hier beim Hackabschorn-Fan-Talk gemacht ganz besonders gern ab. Ja. Aber lass uns kurz ein bisschen über das Spiel reden. 3:1, ja, aber es war lange irgendwie kein Selbstläufer. Es war ein bisschen zäh, Halle hat sich gewehrt und es waren auch die ein oder anderen, ich sage jetzt mal vorsichtig, fragwürdigen Entscheidungen, die nicht zum Spielfluss beigetragen haben, wenigstens mal diplomatisch ausdrücke, oder? Wie hast du die 90 Minuten erlebt? Erstmal Servus von mir. Servus habe ich ja schon gelernt, muss man ja hier sagen. Also, ja. Ja, richtig, vieles gesagt. Erste Halbzeit waren wir schon auch ja, dominiert. Wir haben einen guten Start hingelegt. Ja, dann machen wir das 1:0 und dann denkst du, es ist irgendwie so ein Selbstläufer. Aber ja, da sieht man. Manchmal ist das Spiel gar nicht so schlecht, aber andere Leute stehen im Weg und deswegen war das schon ein bisschen zähes Spiel auch von außen. Also wie gesagt, ich spiele lieber gerne 90 Minuten, weil irgendwie von außen, das ist immer, da ist man noch impulsiver, irgendwie noch aufgeregter und deswegen freut mich, dass wir, ja, ich glaube, einen historischen Start hingelegt haben und dürfen wir auch ausgiebig mal feiern, weil wie gesagt, das schafft man nicht jedes Jahr und wir freuen uns natürlich auf die kommenden Aufgaben, aber nichtsdestotrotz sollen wir erstmal heute alle, die hier sitzen, alle, die hier, keine Ahnung, rausgehen, den Abend heute genießen. Ja, du hast es, da gibt es zu Recht Applaus. Du hast es gesagt, historischer Start ist ja in der Tat so, also wir haben den 12 Jahre alten Startrekord von Jan Regensburg und den Kickers Offenbach jetzt hiermit egalisiert und können nächste Woche noch Größeres bewirken. 5 Spiele, 5 Siege. Heute leider nicht zu null, aber lass uns über was Wunderschönes sprechen. 34. Minute, Vorlage Lex und dann nimmst du den ganz, ganz trocken und rammst den ins Kreuzeck rein. Wunderschönes Tor und ich glaube auch da gibt es nochmal einen Applaus. Ja, absolut richtig. Also ich dachte mir, entweder landet er auf dem Trainingsgelände von uns oder der schlägt im Tor ein. Also viel mehr Möglichkeiten gab es nicht. Von daher ja, hat es diesmal geklappt und wahrscheinlich habe ich die Augen zugemacht. Ist ja vielleicht nicht mein besserer Fuß. Also hat irgendwie alles gepasst in dem Moment und ja, freut mich umso mehr, dass ich ja, wieder das 1:0 machen konnte und wir wieder einen Heimsieg geholt haben. Genau, ich glaube, über ja, die Schiedsrichterleistung wollen wir jetzt nicht kritisieren, weil steht uns irgendwie auch nicht zu. War ein bisschen ein zerfahrenes Spiel und ich glaube, er hatte vielleicht in den entscheidenden Momenten auch nicht die besten Geistesblitze der Herr Schiedsrichter heute. Aber wie gesagt, steht uns nicht zu. Wir haben am Ende gewonnen. Für euch geht es jetzt nach Höhenberg und anschließend kommen die Zebras aus Duisburg. Es wird auch nicht leichter. Also es wird ein zähes Ringen und ich glaube, dass sich die Viktoria in Köln entsprechend genauso wie heute der Halle-Chef ziehen werden wird. Ja, definitiv. Also die Saison kriegst du sowieso nichts geschenkt und das sieht man ja, keine Ahnung, gegen Oldenburg, dann ja, die ersten, keine Ahnung, 50, 60 Minuten gegen Meppen und jetzt auch. Also gefühlt war das Spiel schon durch und dann machen die es 2:1, dann ja, rote Karten und alles. Also wie gesagt, man muss von Null das Spiel angehen und es geht 0:0 los. Ja. Wir haben jetzt erstmal ein schönes Wochenende und bereiten uns dann ab. Ja, wahrscheinlich Dienstag auf Köln.
Ich habe vorsichtig mal angefragt, es ist ja der Hackabschaft Fan-Talk, habe ich beim Herfahren zu Martin gesagt, wie schaut es denn aus? Alpfrei, Radler? Also, der Martin sagt Blödsinn. Wir sind hier in Bayern, wir trinken natürlich Bier. Und deswegen trinken wir gemeinsam mit euch ein Hackabschor. Und wir haben vorhin schon mal ganz kurz geübt und sagen alle zusammen ein schönes Wochenende, schön, dass ihr hier seid und auf die Löwen! Auf die Löwen! Auf die Löwen! Prost! Danke, liebe Löwen, dass ihr hier seid. Schönes Wochenende, kommt alle gut heim und wir freuen uns auf tolle Unterstützung am 3. September gegen Duisburg. Macht es gut, immer Löwe, immer Löwe. Tschüss.